Da, guck mal, tatsächlich. Die kacken. Nein, das ist ja geil. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica. Ich habe noch mal kurz hier überprüft, ob wir irgendwas vergessen haben, aber ich sehe nichts. Und wir haben die Degasi-Basis letzte Folge leer geräumt und jetzt können wir mal zurückfahren. Ich bin hoffnungslos überladen, deswegen hat es keinen Sinn, jetzt hier weiter zu erforschen. Wir hauen ab. Und los geht's. Ich habe nur gerade nach oben geguckt, wo mein Weg ist. Ich frage mich gerade, ob wir die hier scannen sollten. Das sind diese Jäger. Wow, was geht mit dem ab? Das sind die, die wurden jetzt auf mich losgelassen. Wo ist er denn jetzt hin? Eigentlich würde ich den gerne scannen, aber... Er ist weg. Ich muss erstmal wieder einen Weg hier rausfinden, bevor ich verdurste und verhungere. Ich weiß, hier unten gibt es auf jeden Fall einen Weg weiter. In das Lava-Biom. Da. Alter. Jetzt können wir mal... Holy moly! Nein, du willst mich nicht töten, du kleine hässliche Qualle. Woo! Shit, shit. Meine Güte. Ich will den noch fertig scannen. Wir kriegen Schaden wegen dem... Ich gebe mein Ding nicht kaputt, dass da mittendrin steht. Guck mal, das krabbelt sogar. Okay. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Ah, boah, bloß weg hier. Ah, das war jetzt ein bisschen aufregend. Ich vergesse jedes Mal, dass ich Hardcore spiele. Das vergisst man aber auch nur einmal. Und dann nie wieder. Ich glaube, ich hatte die noch nie gescannt. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz. Wir können eigentlich noch ein bisschen Zeug sammeln. Wenn wir hier noch irgendwo Sandstein oder so finden an der Wand. Oh Mann, ist das schön hier, oder? Wunderbar! Uah! Außer Reichweite, EMP-Krebs. Guck mal hier, sind noch mehr von diesen Rubinen. Nehmen wir nochmal welche mit. Hört ihr das bummen? Nochmal. Ah, warte mal. Hier sind die Dingens. Schleimsack. Haben wir nicht ein Lagerdingens? Ich höre sie. Hört ihr sie? Das sind die Dingens. Ich habe es vergessen, wie sie heißen. Die Dingens. Die legen auch Sandstein frei mit ihren Füßen wohl. Das wusste ich noch gar nicht. Da sind sie. Sind sie nicht cool? Die Schreiter oder wie sie heißen. Seewanderer. Da, guck mal, tatsächlich. Die kacken! Nein, das ist ja geil! Fremdartiger Dung. Fremder Dung. Was mache ich denn damit? Ich hab Kacke, guck hier! Tatsächlich, Alter, die liegen das frei. Ich bin reich! Warum baue ich hier nicht meine Basis hin? Mal, wie viel hier schon ist. Das müssen wir uns merken. Ich habe leider kein Dingens. Oh Mann, ich brauche noch mehr Dingens. Guck mal, das ist ein bisschen groß, ne? Der fremdartige Dung. Nährstoffreicher Mist, geeignet zur Produktion von Bioenergie.
Ach so. Ja, stimmt. Okay, dann hauen wir es mal ab. Wir haben eine Nachricht bekommen. Habt ihr das gehört? Alter, ist das cool. Ich glaube, wir brauchen einen helleren Seit... Oh. Ach, das sind die anderen. Das ist cool, ne? Ah, Subnautica ist so wunderschön. Und das jetzt in der CryEngine. Oder in etwas, was besser läuft. Ah, ab nach Hause. Auf ins wunderbare Zuhause. Bald kommt der Zyklop. Und den müssen wir bauen, wenn wir könnten. Ach, wir waren noch nicht auf... Wir waren noch nicht auf Expedition zum... Boah, guck mal, wie tief das hier ist. Wir müssen noch auf Expedition gehen wegen Bauteilen. Das waren wir noch nicht. Deswegen, jeglicher anderer W-Punkt würde uns gar nichts bringen. Ah, guck mal hier. Oh, jetzt muss ich aber. Jetzt müssen wir aber. Jetzt bin ich schon hier. Scheiße. Wow, shit! Meine Lebensenergie! Weg hier! Aus der Bahn, meine... Oh Gott, guckt mal! Ich habe nur noch 1%! Und ich habe den eben gescannt! Wie bescheuert war ich denn bitte? Alter Schwede. Ist der jetzt weg? Ich brauche den verstärkten Anzug. Und ich glaube, der ist... Ich weiß nicht, wo wir den finden. Auf jeden Fall brauchen wir den. Noch so eine Attacke halte ich nicht aus. Hä? Nee, wir müssen die weg. Der zoomt da noch rum. Aber hier sind Fragmente. Weit weg, weit weg. Krebsbohrarm. Gut, das brauchen wir. Tauchdock haben wir. Bleib bloß da oben, du hässliches Freak-Ding. Komm schon, verstärkter Anzug. Und? Na gut. Bitte, Jesus Maria, lass mich nicht sterben. Weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Wir fahren nach Hause. Ich habe keine Medkits mehr. Warum? Oh Gott. Bong. Nee, 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 wir lassen es. Wir lassen es, wir lassen es. Boah. Ich muss mich heilen. Das überlebe ich sonst nicht lange. Alter. Boah, das war eine Nahtoderfahrung. Ich wollte nicht nochmal. Ah. Das war die erste richtig krasse Nahtoderfahrung. Alter. Ich kann nicht mehr. Wir haben noch 45% Energie. Wir müssen jetzt mal diese anderen beiden Kapseln abfarmen. Auch wenn ich nicht mehr weiß, ob ich die schon gelootet habe. Oh Mann, ey. Boah. Oh Gott. Diese Gastorpedos, ne? Überlege, ob ich die mal bauen soll. Die kommen mir jetzt sehr verlockend vor. Vielleicht sollte ich damit diese Dinge angreifen, wenn das geht. Boah, sonst die teleportieren mich doch einfach hier raus. Können die was gegen den Zyklop machen mit dem Schutzschild? Das weiß ich auch nicht.
Ach, hallo, wunderschöne Basis. Ich hab Scheiß für dich. Du toller Reaktor. Na toll. Alter, ist der gerade etwa in meiner Basis explodiert? Ich muss unbedingt diese Dinger da zerstören, aber nicht mit meiner Lebensenergie jetzt. Ach nee, Sissi hat doch... Nee, Sissi kann auch einen gelben Streifen geben, so wie diese andere Streifen da. Nee, den da will ich haben, aber das kriege ich irgendwie nicht hin, weil die irgendwie so gülden sein müssen. So. Dann. Ach, machen wir es so. Weil die alle so golden und silbern sind, ne? Es ist eigentlich nicht hell genug. Wie gesagt, wenn ich den Rumpf... So, machen wir mal den Rumpf gelb. Die Streifen... Ach, wunderbar, Sissi. Weißt du, bleibst du jetzt so. Meine Quietsche-Ente. This is LifePod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Okay. Das erste, was wir jetzt machen... Wir holen mir mal... Das Dingens. Ich muss mir auch so eine Med-Bar bauen. Da. Inventar immer noch voll. Na gut, wir kommen wieder. Ich muss sowas auch bei mir in die Station bauen. Erste-Hilfe-Kastenfabrikator. Ist der Mann? Okay, zuallererst Inventar. Was immer noch sehr voll ist. Ich meine, wir haben nicht mehr viel Platz, meine ich. Na, gibt's Wasser? Falsche Leiter. Das läuft immer noch. Na gut. Beschweren wir uns mal nicht. Wollen wir es mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Kann jetzt nichts mit dem Anzug. Oh. Okay. So, das rein, das Trinken behalten wir. Die Kreaturenei, den wollen wir nicht ausbrüten. Okay. So, was brauchen wir denn für den wunderbaren... Erste-Hilfe-Kasten-Creator. Computerchip, Fasergewebe, Silbererz, Titan. Noch mehr Wünsche. Unfassbar. Pass auf, wir holen uns jetzt das Erste-Hilfe-Dingen. Obwohl ich nicht ohne extra Erste-Hilfe losfahren will. Ah, vielleicht habe ich noch irgendwo was in der Kiste. Aber ich glaube, wir bauen jetzt erstmal eins. Okay. Na gut, Computerchip. Eigentlich weiß ich auswendig, was wir dafür brauchen. Tischkorallen, Gold, Kupferdraht. Oh gut, Gold ist neu. Gold, das haben wir. Machen wir mal direkt zwei Chips. Oder drei Chips, ist ja egal. Ich mag Chips. Das gibt's ja nicht. Ihr blöden kleinen Arschgeigen. Noch einer!
muss sie jetzt zerstören. Die bleiben da jetzt nicht mehr. Die sind sauer, dass ich ihre Brutkammern, naja, voller kaputter Feuerlöscher. Komm schon. Das ist natürlich ein Problem. Na toll. Dann baue ich die halt zu. Dann baue ich die halt zu! Ihr blöden Arschis. Bau da einen Deckel drauf. Das geht auch irgendwie. Moment. So, das haben wir doch. Das wollte ich bauen. Und zwar das Foundation. Das ist doch... Schade, geht nicht ganz. Irgendwann werden sie mich töten. Ich weiß es ganz genau. Nein, dann müssen wir die Schubkanone bauen. Ich glaube, die kann das rausreißen. So, was wollte ich sammeln? Ach so. Entschuldigung. So. Wie cool das aussieht. Ups, die Maus ist ein bisschen sensitiv. Okay. Gold und Kupferdraht. So, erstmal 1, 2, 3. 1, 3. Gut, aber so viel Kupfer haben wir vielleicht nicht. Gut, wir wollen jetzt mal nicht so viel Kupfer verschwenden. Wir machen einfach mal 2 Chips. Geschmack, Chips! Brauchen wir noch Fasergewebe? Da holen wir uns mal ein paar Pflänzchen. Aber nicht von unserem, sondern egal von was. Da vorne sind sie doch. Habt ihr vorhin gesammelt? Ich lasse euch das mal. Okay, voll. Wir müssen die Lifepods durchsuchen. Vielleicht finden wir da irgendwo einen verstärkten Anzug. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir genug Medipacks bekommen, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ich überlege, ob ich Medipacks auf den Hotkey lege. Komm, wir bauen mal ein Aquarium. Wie wäre das? Die vermehren sich doch auch, oder nicht? Ich bin immer noch der Überzeugung, dass sie das tun. Silbererz. Ah, das ist halt immer ein Problem. Wir müssen einen Scannerraum bauen und Silbererzdingens und bla. Ich könnte noch eine lange Röhre bauen. Damals konnte man die unterirdisch bauen, aber es geht halt nicht mehr. Schade. Das war schon ziemlich cool. Wir haben nur noch ein Silbererz. Boah, das ist krass. Das ist mega heftig. Ah, wenigstens eins. Das ist direkt auch fertig. Direkt ein Medikit. Nee, doch nicht. Ich kann die auch bauen. Aus Fasergewebe. Das ist krass. Also quasi ja Dingens hier. Halt Fasern. Okay, dann räumen wir mal alles ein. Die können wir ja leben lassen. So, da haben wir Wasser. Das lassen wir hier. Das. Kein Platz. Das. 2 Medipicks. Picks. Das wird aufgeladen. Okay. Scheiß drauf, oder? Ja, die auflandenden Schwimmflossen, auf die können wir auch scheißen. Dann können wir los. 2 Medipicks. Essen. Komm, wir schmeißen uns gerade noch ein bisschen was Früchte rein. So, damit wir auch Auto-Heal anhaben. Alles klar. Guck mal, hier wird es immer hübscher. Muss noch die Bäume in die Ecken pflanzen oder so. Und die Pilze muss ich auch noch holen vom Dingens. Okay, dann mal los. Wir haben das. Aber jetzt gehen wir erstmal zum neuen Wegpunkt. Well. Da haben wir...
Das, ich meine, die habe ich schon. Da, wir gehen zur Rettungskapsel. Sank auf 500 Meter, bevor Schiff in Jiu ausstieg. Oh Mann. Die werden wir auch nicht mehr wiedersehen. Na gut, Leute. Wir speichern hier ab. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Subnautica. Und bis dahin, haut rein. Wünscht mir Glück.